Ich habe tatsächlich jedes einzelne Balloons Tower Game gespielt, ne? Darky Corp ist doch schon raus, seit mehr als einem Jahr oder sogar 2 Jahre. Ja, halbe, wenn ich weiß. Im BTD5 tatsächlich. Hi Florian. Und das neue OnePlus 7 Pro. Naja, OnePlus ist mittlerweile kein so krasser, also keine so krasse Marke mehr, die preis-leistungsmäßig so gut ist, ne? Also worauf ich sehr hohen Wert lege, ist eine extrem geile Kamera. Ja, die muss perfekte Bilder machen. Und da hat halt Google mit der eigenen KI, gerade auch für Nachtbilder, wahnsinnige Pluspunkte. Also meine Bilder, die ich mit dem OnePlus 5 mache, sind teilweise in der Nacht grottig. Ja, die sind einfach nur scheiße, pixelig, kriselig und so. Finde ich total grauenvoll. Ja, also das Wichtigste ist mir echt eine perfekte Kamera. Ist halt nicht so einfach. Kennst du Drake and Josh noch? Ja, kenne ich noch. Das lief irgendwie immer auf Comedy Central, ne? So, weiter geht's. Ja, wir werden währenddessen weiter quatschen. Würzinseln. Ja, auch nur primär. Okay, immer können sie mit. Das ist schon okay. Naja, 4 Helden haben cool. Wo ist mein Bonus da? Aber der Platz von ca. 3x3 Armstand ist nicht viel. Vor allem, wenn man die Hände jetzt nicht wegmachen kann. Ich dachte, du bist oben rechts in der Ecke. Uff. Naja, du, dann ist es halt so, ne? Gibt halt Maps, die sind halt ganz gut für 4er Koop und die halt, sind halt schlechter. Aber deswegen, es heißt ja Koop, das heißt, man spielt zusammen. Es heißt ja nicht Versus oder PvP. Das heißt, man spielt zusammen und wenn einer halt in der Ecke ist und nichts machen kann, dann muss er halt sein Geld jemand anderen spenden. Und zwar demjenigen, der in dem Quadranten unterwegs ist, der halt am intensivsten ist. Ne? Das ist halt Koop. Hi, wie bist du so gut? Hi, Jüdchen Killer. Das ist einfach nur Erfahrung, einfach nur Spielen. Ja, du kriegst das auch hin. Ist ja klar, dass du mir beim letzten Stream nicht geglaubt hast. Man denkt beim Schreiben immer schneller, dass einer lügt, auch wenn er die Wahrheit schreibt. Was hast du denn geschrieben? Ich habe es trotzdem nicht gelesen. Ich find's immer noch komisch. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ich habe nicht gesagt, dass du... Habe ich gesagt, dass du lügst? Ich habe nur gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Benutzt du Hotkeys? Ja, also die Skills benutze ich als Hotkeys. Und halt Leertaste, um, ne, um langsam schneller zu machen. Und halt, um es abzugraden. Ne? Hier der oberste Zweig, den grade ich mit der linken Pfeiltaste ab. Den mittleren mit der unteren. Und der rechte mit dem... Oder der unterste mit dem rechten... Maus, hier Pfeiltaste. Ansonsten halt nur 1 bis 9 für die Skills. Das war's aber eigentlich. Und hier Backs, Rückschritt-Taste fürs Verkaufen. Ja. Das sind so die Skills, die ich benutze. Die Shortcuts. Weißt du, wo man im Terraria Multiplayer spielt? Nur über Steam? Keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Müsstest du jemanden fragen, der Ahnung davon hat. Ich heiße im BT6 Dark Hunter Fan. Ah ja. Alles klar, Maxi Zocker. Hol S10. Na, weiß nicht, Samsung Galaxy. Ich muss mir da mal noch genauer drüber Gedanken machen. Aber aktuell finde ich mein OnePlus 5 noch ganz okay. Und so ein neues Handy kostet auch schon so 600 bis 1000 Euro. Ne? Das ist natürlich heftig. Auch mit meinen Millionen YouTube-Kneten kann ich mir das trotzdem nicht einfach so leisten. Welches Blut findest du besser, BTD 5 oder 6? Auf jeden Fall 6, definitiv. Was ist deiner Meinung nach das beste Stieleis? Für mich ist BM Boom, wahrscheinlich Boom Boom, dieses komische Kaugummi-Eis. Dieses blaue. Ist lecker. Aber so ein Big Choc Mandel, da sehe ich mich. So ein leckeres, richtig schönes, leckeres Big Choc Mandel. Naja, der perfekte Kamera hat Huawei 40 Megapixel. Also das Huawei P30 Pro. Ja, also ich muss mir da einfach mal noch genauer drüber Gedanken machen. Aktuell ist es nur so eine,
so eine Idee gewesen. Wie weit bist du in BTE 6? Ich bin schon ziemlich weit in BTE 6. Ich weiß nicht genau, wie was genau du hören möchtest. Ich habe schon 6 Missionen komplett abgeschlossen. Mit jeder Medaille. 6 Maps. Und bei allen anderen Medaillen, anderen Maps habe ich fast alle Medaillen. Außer Chimps. Also ich bin jetzt langsam dabei, alle einzelnen Medaillen zu machen, damit wir später in Chimps komplett durchrushen können. Map für Map Chimps durchspielen. Ja, das ist so der Plan. Okay, wir haben was gegen Leads. Wir haben was gegen Masse. Mir fehlt jetzt halt noch der Dings, ne? Der. Was gegen Moab. Hab am PC mit BT6 angefangen und weiß nicht, wen ich mir holen soll. Oben ist. Ach ne, oben kriegst du. Naja, oben brauchst du eigentlich nur erstmal, ne? Ansonsten kauft ihr den, mit dem du am meisten. Der am interessantesten aussieht. Stimmt, das reicht. So genau habe ich darüber nicht nachgedacht. Wäre zwar langweilig, aber ja, das ist halt Koop, ne? Man kann halt nicht immer den interessantesten Part haben. Das ist halt leider so. Aber vielleicht teilen sie das bei Strecken, wo man keinen Platz hat, ist anders ein. Hier zum Beispiel, hier hat man Wassermaps, aber hier könnte man zum Beispiel auch super in Streifen einteilen, ne? Hier links, da seht ihr, mein Mausgerät seht ihr ja, ne? Hier unten zum Beispiel wäre hier zum Beispiel der eine Teil, dann wäre bis hierhin der zweite Teil rechts von meinem Boomerang-Affen, dann der dritte Teil von oben bis unten hier und der letzte Teil hier hinten. So könnte man das zum Beispiel auch einteilen. Also vielleicht gibt es Maps, wo unterschiedliche Einteilungen sind. Das weiß ich halt noch nicht. Lass uns mal überraschen. Mandeln sind auch geil. Spick Chock Mandel meinst du? Spielst du noch irgendwann Crody Cross weiter? Ich habe es noch installiert, ja, aber aktuell habe ich da keine Lust drauf. Aber wir werden irgendwann sicherlich weitermachen. Wir donaten dir das Handy. Ach nö, lass mal. Muss nicht sein. Das kann ich mir durchaus selber bezahlen. Aber danke. Ihr dürft gerne unabhängig davon über Superchat spenden. Und welche Infos, wann im Koop kommt? Vielleicht kommende Woche. Xylfinator. Mal überraschen lassen. Machst du die Experten-Spiele auch auf Chimps? Ich versuch's zumindest. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht mehr. Und höchstwahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, denke ich. So gut bin ich im Spiel.